Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA Mobile 22. Wir werden heute final unseren Verein ausmisten. Ich werde alles verkaufen, weil es derzeit alles zu verkaufen geht. Werde ich alles rausknallen. Das ist unser Masterplan der heutigen Folge. Ich bin mal gespannt, wie viele Münzen wir heute insgesamt dann hier bekommen. Wir starten mit Singo, der noch vor 2-3 Wochen ja unverkäuflich war, weil es den 999 Plus mal gab. Zack, Bonu kann ich verkaufen für 1 Million. Also ich werde alles rausknallen, was geht. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Genauso wie ein Gabriel Jesus. Zack, easy, weg. Gabriel Jesus zum zweiten, weg. Sehr geil, ich mag solche Menüfolgen. Ich mag solche Menüfolgen sehr, so Pack-Openings, klar. Aber solche Folgen, wo wir einfach irgendwie im Verein rumsuchen, rummisten, ist auch sehr, sehr nice, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt gerne mal Kommentare schreiben, auch gerne zu Beginn der Folge einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen, weil anhand der Daumen sieht man es natürlich auch, ob die Folge gut ankommt oder nicht so gut ankommt. Guardiol, 955.000, nehme ich aber auch mit. Ich verkaufe, wie gesagt, alles, weil irgendwelche Umtausch-SBCs und wie die Kacke heißt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will lieber Münzen. Münzen, Münzen, Münzen für Bino Gittens, Münzen für einen Ivan Perisic, Münzen für einen Lautaro Martinez. Der war knapp, den hätte man fast nicht verkaufen können. Münzen für einen Tchouaméni, Münzen für einen Chiri Immobile, Münzen für einen Chiaki. Ja, für einen Chiaki leider nicht. Huch, der ist unverkäuflich. Der ist verkäuflich für 408. Joao Mario. Oder kommen wir jetzt in die Region, wo es unverkäuflich wird? Wäre nicht so geil. War es das schon wieder, oder? Ah, perfekt. Ich gucke lieber trotzdem mal nach Barella. Upa? Upa bestimmt, oder? Auch 999 plus. Ja, moin. Okay, dann sind die 102er wohl auch unverkäuflich. 101 gehe ich auch stark davon aus. Ah ne, 101 Kulusevskis kann ich verkaufen. Wichtig. Okay, dann sind es nur die 102er, die irgendwie reintrollen. Okay, Terry auch. Pellegrini. Koundé. Okay. Kamada. Okay. Trapp. Okay. Süle. Okay. Frimpong. Den muss es geben. Na, 99 plus. Perfekt. Otamendi. Es sind ja schon 20 Spieler, die ich verkauft habe. Aber ich habe gedacht, dass ich jetzt hier alles verkaufen kann. Ja, moin. Onyedika. Ich gucke lieber, wie gesagt, trotzdem alles nach. Zumindest bis dahin, wo es Sinn macht, die Spieler noch wegzuknallen. Kolumuani. Auch 99 plus. Ja, nee, ich glaube, ich danach runter kann ich sie alles vergessen. 99 gucke ich mal lieber. Ah, Godin hier sowas. Auch nicht. Grifo? Auch nicht. Lewandowski. Okay, immerhin er. Von Lewandowski habe ich auch ein paar. Man kann, glaube ich, sowieso nur 25 verkaufen und dann muss man erstmal alle Münzen abholen. Das machen wir auch gleich. Und ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Ich wollte nicht in den Shop hoch. Weil ich habe hier unten noch auch so viel. Manuel Neuer geht doch garantiert auch weg, oder? Ich stelle ihn mal rauf, 115. Die werden nicht rausgehen. Philipp Max. 200.000, nehme ich mit. Ich glaube, jetzt noch ein Spieler und dann, werde ich hier auch nichts verkauft bekommen mehr, weil der Markt bzw. meine Aufträge halt dann voll sind. Aber auch diese Spieler trollen hier rein. Kanté trollt auch rein. Ederson. Der andere Ederson. Der Schläger. Der Schläger geht raus. Aber guck mal, Limit ist erreicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alles abholen. Und das sind, sage und schreibe, 16 Millionen Münzen haben oder nicht haben. Sehr nice. Manuel Neuer wird noch verkauft, das heißt, ich bin bei 325 Millionen Münzen.
werde jetzt hier nochmal Sadio Mané raufstellen, weil der, den konnte man noch verkaufen. Gucke ich auch mal, Heung-min war das, glaube ich, ne? Heung-min. Ja. Der auch, oder? Ja, auch 115.000. Aber den Rest erspare ich mir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Sadio Mané ist jetzt noch direkt rausgegangen. 325 Millionen Münzinellis. Und dann kann ich euch sagen, in der nächsten Folge werden wir auch wieder ein Pack-Opening machen. Und ich überlege gerade, wie wir es aufteilen. Was wir machen, was ich mache. Was dann ist das denn hier eigentlich? Herausforderer. Enthält einen, ja moin. Hey, das kann ich kaufen, oder was? 111er Spieler? Ah, nee, kann ich nicht kaufen. Was ist das denn hier? Siegertrophäen-Token. Okay, okay, okay. Mhm. Ja, ich werde die Ultra-Packs öffnen hier. Ultra-Set. Das, das. Helden. Hier, Ultra-Dings. Fantasy-Ultra. Ich werde in der nächsten Folge werde ich so ein Mix-Pack-Opening machen, wo ich von allen irgendwie ein, zwei Dinger öffne. Das ist der Masterplan. Und dann war es das mit der heutigen Folge. Eine etwas kürzere Folge, weil ich wollte heute den Verein ausmisten. Ich wollte jetzt nicht nochmal über das Angriff am Ende ranhängen, sondern heute wollte ich wirklich nur Münzen machen. Und genau, dann war's. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.